alles schön durchsuchen, weil vielleicht verpassen wir vielleicht irgendwas. Mal gucken. Deswegen immer schön alles durchsuchen. Ihr glaubt euch frei von den Ketten des Schicksals, Lieferling. Aber alle werden vor Fürst Diablo niederknien. Okay, dann komm mal her, mein Kleiner. Des Schicksals nicht recht hatte, dass dieses in Unruhe versetzte Reich wieder zur Harmonie finden würde. Ich sehe jetzt, dass alle Hoffnung in euch liegt. Das einzige Schicksal ist jenes, das wir selbst schmieden. Mit meinem Segen könnt ihr nun Diablos Verderbnis bannen. Durch sie werden die Tore verborgen, über die seine verfluchten Diener diesen geheiligten Ort betreten. Die Tore müssen geschlossen werden. Wir werden euch nicht enttäuschen. Diablo hat Verzweiflung in die Herzen der Engel gebracht, aber ich habe ihnen Hoffnung gegeben. Ich habe Tyrael in dem Chaos nicht gesehen. Ich muss ohne ihn weitergehen und Diablos Höllenportale zerstören. Okay. Gärten der Hoffnung. Können wir jetzt überall lang? Die Verderbnis war nordöstlich von hier am stärksten. Was können wir jetzt hier? Vorüber. Ah, wir können jetzt überall lang. Sehr gut. Hier geht's überall lang, unglaublich. Ich weiß gar nicht, wo lang ich muss. Oder. Was soll man hier denn? Ich schau grad nochmal kurz. Aufmachen. Nee. Ich muss weggehen. Okay, nochmal. So. Ach, da sind wir hergekommen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir dann da lang und dann gucken wir dann, was hier dann ist. Genau. Das glaube ich. Ihr müsst das Tor zur Hölle schließen, bevor ihr fortfahren könnt. Ja, okay. Wenn wir schon mal alles erforschen, was hier so alles Schönes gibt. Ich
Oh, was sind Leute denn? Ich habe nicht genug Geisteskraft. Na komm schon. Sehr gut. Okay, da haben wir schon was gefunden, okay. Ihr verlangt das Unmögliche. So. Dann gucken wir gerade mal, was auf der anderen Seite so gibt. Zwei da oben, genau. Götter. Wenn wir schon himmelsreich sind, können wir uns mal ein bisschen hier umsehen, ne? Genau. Das ist nicht möglich. Imperius, der Erzengel der Tapferkeit, ist der größte Krieger der Schöpfung. Er schwelgt in Kriegen und Schlachten und hat die Truppen des Himmels zu unzähligen Siegen geführt. In Abwesenheit Maltaels ist nicht es genug nun Imperius, der den Vorsitz des Angiris-Rats innehat, immer darauf bedacht, die hohen Himmel vor allen Feinden zu schützen. Hm, okay. Oh, Statue kaputt. Hoppla. Die auch oder was? Sehr schön. Irgendwie, wenn man was angucken will, bups, ist wieder kaputt. Sehr schön, dann müssen wir hier lang. Überdenkt euer Vorhaben. Oh, unser Inventar ist auch schon voll. Dann können wir das nächste Mal auch genau, hier nehmen wir jetzt mal hier rein. Das werde ich nicht tun. Ja, gut, ist ja gut. So. Die Dämonen kommen aus Diablos Schreckensreich in den brennenden Höllen. Das Tor muss geschlossen werden. Okay, dann schließen wir das mal. Nee, dann doch ein bisschen zu viele. An der Leiche wiederbeleben, genau. Ich hab den Erfolg, Rückkehr des Lichts errungen. Okay. Befreit 25 aufgespießte Engel. Okay. Ist da noch was? Ein Behälter? Okay. Dann gehen wir mal hoch. Ich
Okay. Eure Schwächen sind offenbar. Wunderbar. Haben wir es doch gleich da vorne. Oh oh, was kommt unter? Oh oh oh. Ah, es sind Gegner hier. Okay. Und so runtergehauen. Oh. Gott sei Dank war hier ein Brunnen. Hier noch irgendwas Interessantes. Ah. Die haben mir schon in Stücke gerissen. Bösartige Diener können dieses Höllentor nicht mehr benutzen, um in die silberne Stadt zu kommen. Jetzt verbleibt nur noch ein Tor. Oh, schnell weg, hier geht alles zur Brücke. Das ist die einzige Situation. Der Sturm meiner Legionen wird niemals abreißen. Ja, wir gehen dann mal gleich zurück. Erstmal hier nur gucken. Gärten der Hoffnung. Ja, da gehen wir mal da rein. Erstmal. Okay, hier haben wir auch Speicherpunkt. Dann gehen wir mal wieder zurück und tun mal ein bisschen was verkaufen und sowas, ne? Wir gucken erstmal durch. Warte mal, ups, das hier, genau. Also da hätten wir schon mal Armschienen, wo wir besser sind. Sehr gut. Oder? Sind die besser? Oh. Ja. Ein bisschen besser. Was haben wir hier? Hm. Okay. Auch nice. Zwei Socken. Nicht schlecht. Aber können wir alles nicht gebrauchen? Oh, hier haben wir auch wieder was zu erzählen. Ja, das ist doch ein grüner Abschluss. Wir gehen erstmal hier schön die Sachen zerhauen. Oh. Oh, 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 oh. Da machen wir mal einen. Mhm, das, da geht noch was. Okay, anscheinend nicht. Wir machen mal einen. Wir haben ja gerade so viel da. Wir machen gerade noch eins. Das Schiff, wenn wir wieder raus und reingehen. Ja. Das sieht doch sehr gut aus. 1,2, bisschen auf jeden was, genau. Ja, bringt uns mehr. Ich
Schönes nochmal, vielleicht kriegen wir dann noch was raus. Wir gucken nochmal. Also das wäre am besten gewesen. Okay. So 1,6. 5,5 Zähigkeit. Wir machen nochmal 1. Ich will schon was Gutes rauskriegen. 0,2, das ist nix. Am besten waren jetzt die 2. 1,6,5 Zähigkeit. Heilung haben wir aber nix. Hm. 1,9 sogar. Sieht am besten aus. Bisschen Damage einspülen, aber dafür Heilung. Nee, Heilung ist nicht so. Brauchen wir eigentlich auch nicht so wirklich. Und nur das der Hacker und nehmen das. Genau. Upsa. Und zwar. Mal gucken, wie das mal ausschaut. Okay, sieht ein bisschen tricky aus. Na gut. Es soll ja nicht schön aussehen, es soll ja. Ja, es soll ja einfach nur ihre Sachen tun. Okay. Dann hat er noch was zu erzählen. Reden. Hedricks Kummer. Ich hatte geglaubt, ich könnte dafür sorgen, dass meine Frau nicht umsonst gestorben ist. Doch ändert ihr Tod nichts, oder? Verliert nicht die Hoffnung. Gemeinsam sind wir weit gekommen. Stimmt. Ich bin mir sicher, dass das selbst für Lea ein Trost ist. Nun, da auch sie tot ist. Ich war ein Dummkopf. Man kann die Dinge nicht mehr nachträglich ins rechte Lot bringen. Diese Welt gewährt niemandem Erlösung. Okay. So. Eine Entschuldigung. Es tut mir leid wegen dem, was ich gesagt hatte. Ich war aufgebracht. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich fühle mich besser, als ob die Dinge doch noch wieder in Ordnung gebracht werden könnten. Dann glaubt ihr also, dass diese Schlacht gewonnen werden kann? Ihr seid hoffnungsvoll. Ach, genau das. Meine Frau hätte nicht gewollt, dass ich mich in meinem Leid suhle. Sie hätte gewollt, dass ich alles in meiner Macht Stehende tue, um euch dabei zu helfen, diese Schlacht zu gewinnen. Und ihr könnt gewinnen. Das weiß ich jetzt. Dankeschön. Wir werden auch gewinnen. Okay, mal gucken, ob der noch was zu sagen hat. Ja, der hat auch noch was zu sagen. Also, sie haben ja ganz schön viel zu sagen. Lea ist ja tot, ne? Und dann haben sie natürlich auch was zu sagen. Die Jagd geht weiter. Wenn man so lange gelebt hat wie ich, dann lernt man irgendwann, dass das Leben voller Verrat ist. Es ist allerdings umso grausamer, von denen verraten zu werden, die wir lieben. Ich weiß, es ist schwer, jetzt an andere Dinge zu denken, aber genau das müssen wir tun. Das Schicksal der ganzen Schöpfung liegt nun allein bei euch. Das klingt ernster, als ich es je zuvor von euch gehört habe. Dies sind finstere Zeiten. Selbst ich muss die Gedanken an Dirges Juwel einmal beiseite lassen und mich mit dem Schicksal der Welt auseinandersetzen. Das ist jetzt aber kein Grund für euch, die Stirn so zu runzeln. Also noch was zu sagen? Hoffnung. Hoffnung. Lass den Kopf nicht hängen, denn selbst in den dunkelsten Zeiten kann man immer noch hofft auf bessere Zeiten, auf einen neuen Morgen oder hofft nur auf ein gutes Frühstück. Fangt klein an und seht, was ihr erreicht. Der hat immer gute Sprüche auf Lager. Oh. Leas Seele. Glaubt ihr, dass Lea für immer verloren ist? Diablo hat sie aufgezehrt. Sie ist verloren. Glaubt ihr nicht, dass Leas Seele stärker ist als das? Ach, manchmal vergesse ich, dass ihr nicht all die Dinge gesehen habt, die ich gesehen habe. Ihr weicht der Wahrheit immer aus. Wer seid ihr wirklich? Wer ich bin? Der habgierige Shen natürlich. Nicht mehr, nicht weniger. Manchen bedeutet das das eine, manchen das andere.
Wann werdet ihr jemals eine vernünftige Antwort geben? Wenn die Sonne im Osten untergeht und der Strand die Flut verschluckt, wenn der Mond dem Tag zulächelt und der Blinde erneut sehen kann. Okay. Ja. Der gute Shane hat immer was. Okay, mal gucken, was die anderen zwei sagen. Templer. Wartet. Es gibt da etwas, was ihr wissen solltet, bevor wir uns dieser Abscheulichkeit stellen. Bei unserem ersten Treffen glaubte ich, ihr wäret ein abergläubischer Heide. Ich habe mich geirrt. Ihr habt mich gelehrt, was es wirklich bedeutet, ein rechtschaffenes und heiliges Leben anzustreben. Ich danke euch. Ich habe nichts anderes getan, als die Wahrheit auszusprechen, so wie ich sie sehe. Die von euch getroffene Wahl, nach Gleichgewicht zu suchen und euch euren Ängsten zu stellen, hat euch diese Lektionen gelehrt. Erinnert euch immer daran. Das werde ich. Wow. Geile Worte. Oder harte Worte oder sowas. Seitdem Adria uns verraten hat, denke ich darüber nach, dass Magda einst die Führung des Zirkels mit jemandem geteilt hat. Bitte erklärt das. Es war vor 20 Jahren, unmittelbar bevor sich die Finsternis über Tristram senkte. Zwischen ihnen kam es zu einer Art Zerwürfnis und der andere Anführer verschwand. Ich glaube, dass es sich dabei vielleicht um Adria handelte. Das ist möglich. Vielleicht hat Adria den Zirkel verlassen, um Diablo in Tristram aufzusuchen, während Magda bei ihren Anhängern blieb. Ja, kann möglich sein, ja. Okay, der Schuft. Eine verlorene Familie. Vermisst ihr eure Familie? Das spielt keine Rolle. Ich werde sie nie wiedersehen. Ihr werdet sie wiedersehen. Wir werden nicht fallen. Die Frau meines Bruders denkt, ich hätte etwas mit seiner Verhaftung zu tun gehabt. Und er glaubt ihr. Was? Vielleicht tauge ich nichts. Aber ich würde ihn nie hereinlegen. Das glauben sie mir jedoch nicht. Ich schicke ihnen so viel Gold, aber ich bekomme nicht einmal eine Antwort. Okay. Gucken, was die Verzauberer noch zu sagen hat. Die müssen wir langsam mal... Der Schicksal. Wir haben uns gründlich geirrt. Eine Illusion von solcher Macht konnte ich nicht durchschauen. Was für ein Verrat. Das hätte niemand gekonnt. Wenn ich daran denke, was sie erleiden musste. Wir müssen einen Weg finden, Diablo aufzuhalten. Der Prophet würde es mir niemals verzeihen, wenn er wüsste, dass ich Anteil daran hatte, diesen Ach, ich liebe das Gefühl, einen wertvollen Gegenstand zu finden, der seit Jahren vergraben gewesen ist. Großartig! Okay, jetzt haben wir sie ein bisschen gestört, weil wir jetzt Sachen verkaufen wollten. Okay. Ihr solltet euch wirklich all die neuen Dinge... Er ist zurück. Kannst du das glauben? Er ist aus dem Himmel zurück. Okay, dann tun wir das nochmal machen. Na, so rum. Ich muss immer wieder vergessen. Der sterbende Engel. Ich habe bei einem der getöteten Engel in den hohen Himmeln ein seltsames Dokument gefunden. Es ist sehr alt. Vielleicht sogar Jahrhunderte älter als ich selbst. Wir müssen vorsichtig sein mit Dingen, die den Göttern gehören. Aber was ist so seltsam daran? Ich bin mir nicht sicher. Die Schrift ist sehr alt und ich kann sie nicht lesen. Als ich den Engel entdeckte, lag er im Sterben. Und trotz seiner großen Schmerzen streckte er mir die Hand mit dem Dokument entgegen. Ganz so, als ob er wollte, dass ich es nehme. Als ich zu ihm kam, rührte er sich nicht mehr. Sein Geist war schon von ihm gegangen. Okay, hier können wir gar nicht mehr hin, okay. Okay. Dann können wir eigentlich schon noch zurückgehen. Ich hab durch das Portal Hast du nicht? Hab ich wohl. Ist ganz schön unheimlich da drin. Okay, dann würde ich sagen... Der kleine Junge? Ich habe gehört, wie Dazons Mami gesagt hat, dass Akarat euch geschickt hat, um uns zu retten. Ist das wahr?
Es war nicht Akarat. Die Götter selbst haben mich geschickt. Verdammt! Ihr lebt ja immer noch! Woraus zur Hölle sind die Menschen aus eurer Heimat nur gemacht? Ich wurde nach dem Willen der Götter geschmiedet. Aber ihr müsst diesen Menschen hier beistehen. Kann ich mich auf euch verlassen? Natürlich! Wenn ihr die Tore des Himmels alleine angreifen könnt, dann kann ich auch dafür sorgen, dass die Menschen hier nicht den Mut verlieren. Ihr da, Damotrios! Hört auf, Trübsal zu blasen! Wenn das hier euer Begräbnis wäre, dann wäre ich mir verdammt nochmal sicher, dass man euch Bescheid gesagt hätte! Tut mir leid, Sir. Nikolai. Ihr seid erstaunlich. So viele Verluste und ihr kämpft trotzdem. Ja, wir kämpfen immer noch. Okay, dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier einen Schlussstrich oder so sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ja, dann macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.